Herzlich willkommen zu diesem Video, heute in einer etwas anderen Umgebung, auch ein etwas spezielleres Video. Das wird jetzt nicht sein, wo viele Einblendungen, besondere Schnittziele oder sonst irgendwas ist. Also wenn du jemand bist, der 8 Stunden am Tag TikTok schaut, deswegen eine kaputte Aufmerksamkeitsspanne hast, dann ist das Video nichts für dich. Aber wenn du dich für unsere Ziele interessierst, dann bleib sehr gerne dran. Wir freestylen da heute ein bisschen drüber, sprechen über alle unsere Ziele in allen möglichen Bereichen. Und ja, ich würde sagen, eine Erwähnung. Vielleicht fragt ihr euch, warum sitzen die hier in diesem Auto? Die treuen Supporter von uns, die vom Kia zum Supercar schauen, wissen, dass das hier unser Kia ist. Hier nehmen wir das Ganze drin auf und einer unserer wichtigen Ziele haben halt auch mit diesem Auto zu tun und dementsprechend nehmen wir das hier auf. Ich würde sagen, fangen wir auch einfach direkt mit dem Ziel an. Was ist das wichtige Ziel für uns? Wir wollen unbedingt dieses Jahr 2024 Sportwagen fahren. Welche Sportwagen wir fahren wollen, wissen die Leute vom Kia zum Supercar auch. Und zwar einmal der AMG GTC Coupé und der R8. Und das ist ein sehr wichtiges Ziel für uns dieses Jahr, genau, zu erreichen. Viele wundern sich auch, wieso AMG GTC Coupé? Das C steht doch für Cabrio. Ja, normalerweise schon. Aber es gibt den GTC halt eben auch als Coupé mit hartem Dach. Das Cabrio gefällt uns nicht so. Und beim R8 ist es nicht der aktuelle, nicht der R8 Performance, sondern der R8 V10 Plus, der ohne OPF mit krankem V10 Sound. Auf jeden Fall, Sound ist uns so wichtig bei Autos, deswegen werden wir auf den GTC auch wahrscheinlich noch eine Abgasanlage machen. Unser kleiner Insider war das, dass wir das mit den YouTube-Einnahmen erreichen wollen, ja, dass wir mit den Einnahmen halt einfach die Abgasanlage finanzieren wollen. Und wir stehen jetzt gerade so bei 1-2 YouTube-Einnahmen. Genau. Ich denke, bis wir uns die Wagen kaufen, sind wir safe bei 5-stellig und können richtig fette Abgasanlagen da reinhauen. Hoffen wir mal. Gut, nächstes Ziel? Genau, wir wollen mit unserer E-Com-Brand, beziehungsweise ihr müsst erstmal verstehen, wir haben zwei Businesses. Einmal haben wir unsere Personal-Brand, worunter auch zum Beispiel unsere Community, exklusive Community, Future 1%, wo wir einfach ganz viele erfolgsorientierte Leute zusammenbringen, die was erreichen wollen und somit ein Netzwerk schaffen aus absoluten Machern, die durchziehen. Und das ist unser eines Business. Unser anderes Business ist Moonshift, unsere E-Com-Brand. Haben wir vor kurzem gestartet, sind wir jetzt auch gut vorangekommen, beziehungsweise kurz vor dem Launch tatsächlich. Wir bringen Blaulichtfilterbrillen in der Schlafnische raus und Mundpflaster. Genau, das sind unsere zwei Businesses. Und wir wollen mit der E-Com-Brand dieses Jahr die 4 Millionen Euro Umsatzmarke knacken und mit unserer Personal Brand 1 Million Euro Umsatz machen. Das sind zwei sehr hochgesteckte Ziele, wenn man sich überlegt, wir wollten 2023 insgesamt 1 Mio machen, aber wir vertrauen da auf uns, auf unsere Fähigkeiten, dass wir das packen werden. Mit dem Momentum, womit wir jetzt in 2024 gestartet sind, gehe ich auch fest davon aus, dass wir diese Ziele erreichen und wir werden alles dafür geben, dass wir diese Umsatzmarken knacken. Ja, Max hat da gerade zwei Worte leider vertauscht. Klar, unser eines Business ist die Community, aber unser Ziel ist es halt, durch die Personal Brand 1 Mio zu knacken. Das heißt, wenn wir noch andere Produkte rausbringen, zum Beispiel wir machen 800.000 durch unsere Community Future 1%, dann können wir auch zum Beispiel 200.000 durch irgendein anderes Produkt machen, was wir über unsere Personal Brand Jakob und Max halt verkaufen und dann hätten wir das Ziel halt erreicht. Das Ziel ist also 1 Million durch die Personal Brand, nicht nur durch die Community. Und genau, Moonshift, das ist ein krankes Ziel, 4 Millionen, weil gerade stehen wir bei 0 Euro Umsatz und Es wird krank. Also wir sind auch gespannt auf den ersten Launch, wie viel wir da verkaufen werden. Wir haben jetzt 1000 Brillen bestellt. Die sollten Ende Januar ankommen. Und wie viel wir da verkaufen, wer weiß. Aber es könnte richtig abgehen vom Anfang an. Und mal gucken, ob wir dann das Ziel erreichen auch. Safe. Ich merke gerade, die Scheiben schlagen hier ein bisschen. Ich muss ganz kurz die Fenster runterfahren, dass hier Luft reinkommt. So. Also wie gesagt, diese zwei Ziele haben wir und dann haben wir natürlich Social Media Ziele. Wir wollen 2024 extrem viel Fokus auf Reichweitengenerierung legen, weil 2023 war es so, dass wir die letzten 2-3 Monate nicht so viel Wert darauf gelegt haben, neuen Content zu machen. Wir haben viel gerepostet, dann haben wir ein bisschen hier vom Kia zum Supercar die Serie auf YouTube gestartet, aber so viel hat sich da nicht getan, da war halt viel Stillstand und deswegen haben wir auch nicht mehr so viel Geld gemacht, wie zum Beispiel in unserem besten Monat, wo halt alles abging und so. Und Reichweite, das ist der Schlüssel, der größte Hebel in unseren beiden Businessmodellen. Und dementsprechend wird da viel Fokus drauf gehen. Wir haben nämlich das Ziel, 150.000 Instagram-Follower aufzubauen. Wir werden das erreichen durch zum Beispiel Reels, durch zum Beispiel TikToks und YouTube Shorts, wo wir dann auf Instagram verweisen, weil es ist nämlich so, dass wir durch Instagram fast schon das meiste Geld eigentlich verdienen, beziehungsweise haben wir 90% des Geldes haben wir dank Instagram verdient. Wir haben zum Beispiel über die Stories die Community promoted und so weiter. Deswegen ist es wichtig für uns, viel Reichweite auf Instagram zu haben und über die Story dann halt zu promoten. Genau. Wir wollen da zum Beispiel auch auf Podcasts gehen und so weiter. Vielleicht so
auch so vom YouTube-Formate, wie zum Beispiel von Nahim Sky, wir versuchen da auf jeden Fall hinzukommen, solche Sachen auch. Und da zum Beispiel dann Nahim Sky, für die Leute, die es nicht kennen, erkenne den, macht er oft. Ja, genau. Dann kommen wir da zum Beispiel hin, so als erkenne die jungen Unternehmer, erkenne die Geschäftspartner, irgendwie sowas. Wir müssen halt Moves machen, auf Podcast gehen, sowas. Wir müssen Moves machen, auf Podcast gehen und da halt auch auf unser Instagram verweisen, dass wir da dokumentieren, dass wir da geile Posts hochladen und so weiter, damit wir da auch Follower generieren und das Follower-Ziel auch erreichen. Außerdem wollen wir die 100.000 Abonnenten-Marke auf YouTube knacken. Ist auch ein sehr großes Ziel, aber der Play-Button, ihr wisst Bescheid, es ist ein Kindheitstraum von jedem fast. Deswegen wollen wir das auch erreichen und das schaffen wir auch auf jeden Fall. Genau. Dann, das waren jetzt so unsere Business-Ziele. Jetzt haben wir noch ein letztes Business-Ziel und zwar wollen wir Future 1% unsere Community zu einer noch besseren Community machen. Also es ist jetzt schon wirklich geistkrank, was wir da für ein Produkt in dem Sinne auf die Beine gestellt haben. Aber wir wollen es wirklich nochmal auf ein anderes Level heben. Wir werden da aussortieren, was inaktive Mitarbeiter, inaktive Mitglieder, mein Gott, angeht. Dann haben wir uns überlegt, nochmal andere Konzepte mit reinzubringen. Einfach die Community noch geiler machen, etwas Einzigartiges, was es so in Deutschland nicht gibt in dem Form. In der Form, wie gesagt, da wollen wir auf jeden Fall auch was richtig, richtig Geiles noch weiter aufbauen. So viel zu den Business-Zielen. Dann haben wir uns noch weitergehend Ziele gesteckt in anderen Bereichen, zum Beispiel Körper. Das ist bei mir etwas, was ich mein ganzes Leben schon verfolge, aber jetzt in den letzten 6 Monaten erst so richtig gefruchtet hat. Ich habe gestartet bei 115 Kilo, das war so meine Prime, so viel habe ich gewogen, das war schon echt krank. Und jetzt bin ich aktuell bei 93 Kilogramm, habe schon also gut was abgenommen, aber bin halt immer noch auch nicht fertig. Was mir fehlt, ist eine Jawline, ich will eine haben, ich will ein Sixpack haben und mein Endzielgewicht wird erstmal sein 80 Kilo. Ich denke, das ist so das, wo ich halt gut aussehen werde und ich will auf jeden Fall auch ein Sixpack erreichen. Das will ich einmal in meinem Leben mindestens gehabt haben und dann mal schauen, was dann mit der Form passiert, ob Massephase oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall Sixpack, 80 Kilo und dann ein generelles Glow-Up. Ich will zum Beispiel, ihr seht es in den Videos, hier hat eine Zahnlücke, die will ich auf jeden Fall schließen lassen. Das fuckt mich ab. Ansonsten Glow-Up durch halt zum Beispiel Outfit-Upgrades. Wir haben jetzt echt nicht so stabile Outfits. Wir haben eigentlich nur so schwarze Basic-Shirts gefühlt. Ihr seht es in den Videos immer. Und ein generelles Glow-Up. Und das sind so meine Körperziele. Also 80 Kilo, Sixpack, Glow-Up. Du kannst jetzt mal über deine Ziele sprechen. Ich bin halt schon etwas fortgeschrittener, was den Körper angeht. Also ich bin schon auf einer sehr guten Form, aber ich will natürlich trotzdem noch aufbauen. Ich habe in den letzten Monaten auch gut aufgebaut. Ich bin von 64 Kilo bei 1,77 Größe auf 70 Kilo gegangen in den letzten 6 Monaten. Es ist schon extrem stark, aber jetzt stagniert es ein bisschen, beziehungsweise es geht viel langsamer hoch. Deswegen habe ich mir auch als Ziel gesetzt, für dieses Jahr 5 Kilogramm aufzubauen, von 70 auf 75 Kilo zu kommen. Es ist nicht viel, sagen einige, beziehungsweise man kann eigentlich so 1 Kilo im Monat aufbauen, aber dann ist es wiederum nicht clean und ich möchte auch nicht so viel an Fett zunehmen. Deswegen. Du musst halt erwähnen, 1 Kilo geht schon, aber auch clean, aber am Anfang halt. Am Anfang, genau. Je weiter man ist, desto schwieriger. Je weiter man kommt im Progress, desto schwieriger wird es auch aufzubauen und desto weniger Gewicht baut man auch mit den Monaten auf. Deswegen habe ich mir das erstmal als realistisches Ziel gesetzt, 5 Kilogramm aufzubauen. Bei 75 werde ich nochmal geisteskrank besser aussehen, weil 5 Kilogramm machen schon einen ordentlichen Unterschied, wie ich jetzt auch in den letzten 6 Monaten gemerkt habe. Genau. Sonst? Ja, wie gesagt, halt auch die Ziele mit Outfit-Upgrade und Glow-Up bei mir durch... Ich habe noch einige Pickel im Gesicht, so. Ich möchte meine Haut auf jeden Fall cleaner bekommen. Und ansonsten die gleichen Ziele halt, wie gesagt, Outfit-Upgrade. Yes. Und ansonsten haben wir halt noch persönliche Ziele, die wir uns gesteckt haben. Das ist halt einmal Eltern mehr zurückgeben. Das ist ein sehr, sehr großer Traum, den wir verfolgen. Zum Beispiel halt einfach mal einen großen Urlaub schenken oder zu Weihnachten richtig coole Geschenke machen. Einfach mal was zurückgeben halt. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Traum. Ja, ich denke, da gibt es nicht so viel mehr zu sagen. Was dann sein wird, werden wir vielleicht auf Social Media irgendwann erzählen. Ja, was es sein wird, wissen wir auch noch nicht genau. Du hast schon gesagt, sowas wie Urlaub oder so, aber das schauen wir einfach dann. Also wir wollen auf jeden Fall was zurückgeben, aber was genau, das können wir auch noch dann sagen und bestimmen. Yes. Und was wir dieses Jahr unbedingt machen wollen, ist es mehr Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung zu legen, weil wir haben im letzten Jahr eigentlich nur gearbeitet und uns kaum weiterentwickelt. Klar, wir haben Fortschritt gemacht, wir hätten aber viel, viel mehr Fortschritt machen können. Und um Fortschritt zu machen, vor allem auch im nächsten Jahr andere Sachen zu erreichen, größere Ziele zu erreichen, muss man auch zu einer anderen Person werden. Und das schafft man eben nur durch diese Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen wieder wie an die Anfänge gehen, Bücher lesen, Podcasts hören, uns aktiv die ganze Zeit connecten mit neuen Leuten. Das, was man halt alles am Anfang gemacht hat, Morgenroutine und so weiter, diese ganzen Sachen wieder einführen, weil wir das sehr vernachlässigt haben und somit auch all unsere Ziele erreichen.
Yes. Einfach zu einer krasseren Persönlichkeit werden Ende des Jahres nochmal. Jetzt gerade lesen wir auch zum Beispiel, wir haben direkt angefangen, alles umzusetzen. So, wir haben alles auf Monatsziele runtergebrochen und jetzt gerade sind wir auch schon zum Beispiel, was liest du, sagst du mal den Leuten? 100 Millionen Dollar Leads, so hieß genau. Das Buch. Und ich lese halt das Buch Deal aktuell. So, ansonsten haben wir noch private Ziele, die wir für uns halt aufgeschrieben haben, die wir jetzt aber nicht unbedingt auf Social Media teilen wollen. Und dementsprechend sprechen wir auch nicht darüber. Ich denke, jeder von euch hat so private Ziele. Und ansonsten haben wir noch ein bestimmtes Cash-Ziel, was wir auch beiseite haben wollen, um halt einfach so... Ja, das klingt ja ein Puffer so oder so, aber halt, ich wollte es gerade sagen, um so ein ruhigeres Leben zu leben, so, aber ich denke, das wird man halt nie haben, so, also keine Ahnung, wenn wir jetzt 500 auf dem Konto haben, dann sind wir in ganz anderen Ligen, so, keine Ahnung, dann haben wir 20, 30 Mitarbeiter und dann lebt es ja, auch nicht ja, unbedingt genau, ruhiger, aber halt einfach so viel Liquidität haben, so, dass man halt viel Geld hat, mit dem man halt viel auch machen kann, zum Beispiel Immos kaufen, irgendwelche spontanen geilen Sachen machen, Trips, Urlaubs und so und einfach so. Spritgeld für die Autos, das wird auch einiges sein, dafür brauchen wir Cash. Da haben wir auch ein bestimmtes Cash-Ziel. Ja. Vielleicht sagen wir es irgendwann, aber jetzt gerade wollen wir es noch nicht sagen. Ansonsten materielle Ziele hast du schon gesagt, R8 und AMG GT10. Ja, am Anfang direkt. Genau. Und sonst, wir wollen viele, viele Sachen dieses Jahr machen, aber zum Beispiel sowas wie Privatjet fliegen oder noch weitere Uhren kaufen. Wir haben jetzt gerade schon zwei Rollies, die GMTs jeweils. Und da wollen wir auch noch Uhren holen. Aber das sind so alles nicht so Ziele, auf die wir uns fokussieren wollen. Ziele, die wir uns gesteckt haben, sind auch wirklich Dinge, die wir unbedingt erreichen wollen. Also Umsatzziele, Körperziele, private Ziele, sowas. Und das andere ist so alles, das kommt so mit der Zeit. So, und das würde ich euch allen auch empfehlen. Macht euch wirklich Ziele, die ihr unbedingt verfolgen wollt. Macht euch nicht zu viele Ziele. Ihr habt jetzt vielleicht erwartet, dass wir uns so 100 Ziele oder so stecken. Aber die Sache ist, ihr kennt sicher das Sprichwort, wenn du zwei Hasen hinterherläufst, fängst du keins. So, im übertragenen Sinne, jetzt fokussiere dich nicht auf viel zu viele Dinge. Ansonsten geht dein Fokus halt verloren und du hast halt weniger Qualität und Input in die Sachen. Aber einer der Hauptziele ist wirklich dieses Jahr, die Sportwagen zu fahren. Also wenn ihr das verfolgen wollt, schaut unbedingt die Serie vom Kia zum Supercar. Geht auf den Kanal, wir haben eine Playlist erstellt. Schon über 50 Videos mittlerweile. Schon über 50 45, Videos. 45, sorry. Genau, und das ist einfach ein richtig geiles Projekt, was wir gerade verfolgen. Und auch ein sehr großes Ziel. Ja. Dieses Jahr wollen wir das so circa gegen Mitte des Jahres erreichen. Ich denke, was vielleicht noch kurz wichtig ist zu sagen, es ist sehr, sehr realistisch, dass wir alle diese Ziele erreichen, weil wir schon jetzt mittlerweile uns sehr, sehr lange mit Business und Persönlichkeitsentwicklung und sowas beschäftigen. Seit 15, ich habe mit 15 mein erstes Gewerbe über meine Eltern angemeldet, da schon Geld verdient, Max genauso. Und jetzt so langsam muss das alles mal kommen und wir sind gerade wirklich richtig im Flow und wir wissen, dass das alles auch kommen wird. Wir haben schon 100.000 verdient, dann schaffen wir es auch, 1 Million zu verdienen. Wenn wir 1 Million verdienen, schaffen wir es auch, 10 Millionen zu verdienen. So, das ist jetzt alles nur noch eine Frage der Zeit und eine Frage unserer Disziplin. So, und jetzt gerade sind wir wirklich gut im Flow. Und auch ihr könnt uns dabei unterstützen, dass wir diese Ziele erreichen. Zum Beispiel unsere 100.000 auf YouTube. Ihr könnt einen großen Teil dazu beitragen. Wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr uns feiert, wenn ihr unsere Mission feiert und hinter dem, was wir sagen, steht, dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr auch einen großen Teil zu unserem Erfolg beitragen. Wir sind wirklich jedem dankbar. Auch an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an alle, die uns supporten, unsere Videos schauen bis zum Ende, Likes geben, kommentieren, uns folgen. Das ist wirklich sehr, sehr stark gewesen, weil diese Reichweite hat ein großes Fundament gelegt für unseren ganzen Erfolg. Wir haben halt die Community wegen der Reichweite aufbauen können, alle Produkte verkaufen können. Moonshift wird einen sehr guten Boost bekommen durch unsere Reichweite. Also das hat uns schon wirklich groß geholfen. An der Stelle wirklich ein ehrliches Dankeschön von uns beiden. Safe. Und an dieser Stelle beenden wir dann auch das Video. Das sind unsere Ziele für 2024. Schreibt gerne auch eure Ziele in die Kommentare. Committet euch vor den anderen Zuschauern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut euch unbedingt vom Kia zum Supercar an. Bis dann. Yes. Und eine kurze Ergänzung noch, warum wir dieses Video aufgenommen haben. Ende des Jahres werden wir uns das definitiv nochmal anschauen. Ja, und dann sagen, okay, das haben wir erreicht, das haben wir nicht erreicht. Und ich denke, das ist einfach ganz cool, wenn ihr so wisst, welche Missionen wir verfolgen. Und ja. Nicht erreichen der Ziele gibt es nicht. Wir werden alle Ziele erreichen, Mann. So sieht's aus. Haut rein.